The world becomes one. The world becomes one. The world is one. Podcast. Gespräche rund um die Welt. Herzlich willkommen zu The World Becomes One, der Podcast für eine friedvolle, schöne, gemeinsame Welt. Mein Gast heute, mal wieder, Helma Rudolf. Herzlich willkommen. Hallo Sam. So, ich möchte mit dir vertiefen, was wir in den letzten zwei Podcasts begonnen haben. Und zwar das Thema Schöpfung, was über allem steht. Und vielleicht sogar etappenweise erklären, wie unsere Zuhörer noch besser in ihre eigene Schöpferkraft kommen können. Ich hoffe, du bist dabei, denn wir haben mal wieder nicht so wirklich abgesprochen, was wir heute so besprechen. Nö, aber das ist ja, da wir Ahnung haben von dem, oder vielleicht auch sogar ein bisschen mehr als nur eine bloße Ahnung, denke ich mal, dass da was Gutes bei rauskommt. Genau, lass uns Geschenke in die Welt schicken. Du hast ein Zitat parat oder wollen wir das weglassen und soll ich mit der Überschrift Visualisierung dich anpieksen? Ich denke mal, wir können mal für die, die beim letzten Mal nicht dabei waren und auch für die, die beim letzten Mal beziehungsweise die letzten beiden Male dabei waren, eine kleine Zusammenfassung machen und dann bitte nahtlos übergehen in die weitere Folge des Schöpfungsprozesses. Gerne. Dann bist du gefragt. Gut, ich bin gefragt. Ich frage mich selber, was das alles soll. Was das alles soll, ist eigentlich eine schöne Frage. Was soll das alles? Wir befassen uns mit dem ganzen Kram, weil wir uns im Leben weiterentwickeln wollen und weil wir uns das Leben leichter machen wollen, als es vielleicht gegenwärtig ist. Insbesondere dann, wenn wir durch Entscheidungen oder Nichtentscheidungen uns äußere Umstände geschaffen haben, die sich jetzt als etwas nachteilig herausstellen. Und ich denke mal, jeder weiß, was damit gemeint ist. Also Aufnahmedatum hier 2. Februar 2021, nur für die nachfolgenden Generationen, um das etwas in Kontext zu bringen. Schöpfungsprozess. Wir schöpfen immer. Wir sind immer dabei, neue Ursachen zu setzen. Mhm. Und die haben entsprechende Auswirkungen. Wir können nicht schöpfen. Da es den allermeisten Menschen aufgrund mangelnder Ausbildung. Also in diesem speziellen Thema, also wir reden hier jetzt nicht über. Ja, richtig. Genau. Richtig. Mhm. Weil wir kriegen das nicht beigebracht. Wir kriegen das in der Schule nicht beigebracht, das kriegst du in der Ausbildung nicht beigebracht, das kriegst du in der Kirche nicht beigebracht. Und da musst du schon richtig suchen, um das zu finden. Und da wird ja eigentlich der normale Mensch würde sagen, sag mal, du spinnst doch, ich weiß doch alles, ich habe doch Internet und ist doch alles da und so weiter. Und ich sage, Pustekuchen, du weißt nichts, du hast keine Ahnung, wie du funktionierst, du hast keine Ahnung, wie der schöpferische Prozess funktioniert. Und mit du meine ich im Prinzip 99,9% der Weltbevölkerung. Mhm. Ist leider so. Muss aber nicht so bleiben und das ist das Schöne und deshalb sprechen wir ja. Genau, und ich glaube auch, um das einmal einzuwerfen, dass gerade in diesem letzten Jahr, wo ja alle konfrontiert wurden, wirklich auch weltweit mit einem ganz großen Problem, dass darin aber auch wieder das Riesengeschenk liegt, eben mit seinem Geist zu arbeiten, also sein Bewusstsein nach vorne zu stellen, um zu gucken, was kann denn, wenn ich daran schleife, im Außen verändert werden. Denn meistens sind es ja die Probleme, also ein Auer, was uns wachsen lässt, ja. So auch in diesem Fall. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen sich gerade in Hochgeschwindigkeit entwickeln. Ich bin ja eine Positivdenkerin. Das ist schön, dass sie sich in Hochgeschwindigkeit entwickeln. Es ist in gewissem Maßen traurig, dass es immer erst zum Schmerz kommen muss. Und den Schmerz, den wir jetzt erleben, um mal spezifisch zu leben, zu werden, erleben wir, weil wir versagt haben. Weil wir anderen das Denken überlassen haben. Und wir haben nicht nur anderen das Denken überlassen, wir haben ihnen auch das Handeln überlassen. Und wir hatten ein blindes Vertrauen, dass sie unser Wohl im Sinne haben. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass das nicht der Fall ist. Mhm. Zumindest nicht das Wohl der Masse, sonst hätten sie sich komplett anders verhalten. Sonst würde das ganze gesellschaftliche, wirtschaftliche, kulturelle, religiöse Leben
ganz anders aussehen. Aber um nicht abzu... Ja, bitte? Ja, doch, mach du mal weiter. Ich vergesse meinen Gedanken nicht. Um nicht abzuschweifen, wir sind Wesen, die sich über ihre Sinneswahrnehmung definieren. Wir sehen, hören, riechen, schmecken, tasten und was noch? Weiß ich auch nicht. Sehen. Sehen, riechen, hören, tasten, schmecken. Gut. Mhm. Und wissen aber nicht, wie Schöpfung eigentlich funktioniert. Und darüber haben wir uns die letzten beiden Male unterhalten, dass es unabdingbar ist, dass man einen gewissen Wissensstand hat, der jetzt nicht irgendwo wirklich tiefgreifend ist, aber es gibt ein bestimmtes Grundwissen. Das ist wie Autofahren im Prinzip. Ja? Und wenn man dann dieses Wissen hat, ob das nur Autofahren oder Schöpfen ist, ist egal, geht das quasi wie von alleine. Und die meisten von euch, die jetzt zuhören, so sie dann Auto fahren, wissen, dass sie zum größten Teil vollautomatisch Auto fahren. Da wird nicht mehr gedacht, Mensch, wo ist der jetzt der Hebel für den Blinker, wo ist der Hebel für den Scheibenwischer, wann muss ich die Kupplung treten, bremsen, schalten etc. Und genauso verhält es sich eben auch mit dem Schöpfungsprozess ab. Man muss die Grundregeln kennen und die müssen dann so lange geübt werden, bis sie selbstverständlich werden, bis sie sich von selbst verstehen. Das Wissen umfasst eben erstmal das ein grobes Wissen, was das Universum so ist, dass es dort alles nur geistig ist, dass es das Universum eine geistige Schöpfung ist und dass diese geistige Schöpfung unsere große Chance ist, unsere Umstände im Außen nachhaltig zum Positiven zu verändern. Wir müssen wissen, wer wir sind, dass wir eben auch geistiger Natur sind, dass wir kein Körper sind, sondern einen Körper haben, dass wir geistiger Natur sind und uns auch das zunutze machen können, eben Umstände zu verändern. Wir müssen wissen, wie wir mit dem Ganzen verbunden sind und das ist dann A, über unsere Sinneswahrnehmung, mit der wir natürlich die ganzen Effekte, die Auswirkungen im Außen wahrnehmen und wir haben, also in unserem Hirn, und dann haben wir den Vagusnerv, der uns verbindet, also unser Hirn verbindet mit dem Solarplexus, mit dem Sonnengeflecht. Und jeder weiß, was das Sonnengeflecht ist, spätestens dann, wenn er mal richtig einen Schlag drauf kriegt und dann auf einmal die Energiezufuhr unterbrochen ist und die Lichter für einen Moment ausgehen. So, und wenn ich weiß, dass eben das Sonnengeflecht meine innere Sonne ist, das heißt mein inneres Lebenszentrum, dann kann ich mein Wachbewusstsein nutzen, um positive, aufbauende, konstruktive Gedanken runterzuschicken. Wenn ich weiß, dass das Unterbewusstsein nicht urteilt, nicht an der Beweisfindung teilnimmt, sondern einfach nur umsetzt, dann weiß ich auch, welche große Gefahr darin liegt, wenn ich irgendwelche schwachsinnigen Gedanken, Lügen, unwahre Konstrukte für wahr nehme, Stichwort Massenmedien und so weiter, und diese Informationen ungefiltert vom Unterbewusstsein aufgenommen werden und dann zur Gefahr für den gesamten Schöpfungsprozess werden. Gefahr für mein gesamtes Dasein. Genau, da wird ja gerne auch mit Angst gearbeitet im Außen, also sprich der Manipulation, also Emotionen, Gefühle, die da erzeugt werden, die wirken ja da ganz wunderbar so und anders auf den Körper. Richtig, aber eben auch nur bei denen, nur bei denen, die keinen aktiven Solarplexus haben. Denn diejenigen, bei denen der Solarplexus aktiv ist, die haben keine Angst, die wissen, wer sie sind und die lassen sich auch nicht von wem auch immer für dumm verkaufen. Die sind selbstbewusst, sie wissen, dass sie ein Teil Gottes sind, ein Teil der Schöpfung sind und dass sie bewusste Mitschöpfer sind. Und sie überlassen weder anderen das Denken noch das Handeln, sondern sie tun es selbst. Genau, da wird sich so Umstände, die halt für sie wohlwollend sind. Mein Lieblingswort hast du ja gerade auch wieder gebracht, Bewusstsein. Also Bewusstheit an der Stelle, das bewusste Annehmen oder eben Nicht-Annehmen dessen, was mir dort suggeriert oder gegeben wird. Ich entscheide selbst. Richtig. Aber dafür, oder das bedarf halt, dass man sich so ein bisschen mit sich selbst befasst, mit diesem ganzen Prozess befasst, weil das wird uns nicht in die Wiege gelegt.
Das ist eine Sache, die wir erlernen müssen, die wir praktizieren müssen, üben müssen, wiederholen müssen, wiederholen müssen. Immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Jetzt hatten wir... Nachsatz noch, da wir uns aber auf die Schöpfungsprinzipien verlassen können, so wie wir uns jetzt darauf verlassen, dass der Lautsprecher, durch den wir dieses gerade hören oder Kopfhörer oder Ohrstöpsel, bestimmten Gesetzmäßigkeiten unterliegt und alles andere auch, unser Haus, unser Auto, alles unterliegt, die Natur unterliegt Gesetzmäßigkeiten. Wenn wir das mal endlich begreifen würden, dann kämen wir in eine Ruhe, in eine Geduld und in einen Optimismus und eine Zuversicht, und letzten Endes Liebe für alles und gleichzeitig an den Punkt, wo wir diese Dinge eben auch konsequent für uns in Anspruch nehmen und zunutze machen, damit sich eben die Dinge im Außen ändern. Und sie werden sich ändern, weil sie eben, weil Schöpfung Gesetzmäßigkeiten unterliegt. Punkt, Ende, aus. Jetzt hast du natürlich wieder mehrere Stichpunkte gegeben. Über die hermetischen Gesetze haben wir ja auch schon mal offline gesprochen, dass wir daraus 7 Videos auch noch machen wollen gemeinsam. Die würde ich also heute nur erwähnt haben, aber sagen, da kommt noch mehr von uns. Aber das andere Stichwort, was ja die ganze Zeit im Raum schwingt, war die Visualisierung. Richtig. Hast du eine Frage oder soll ich weitermachen? Es fließt doch so herrlich bei dir. Ich meine, eigentlich könntest du auch alleine Podcast machen, ne? Gut, Sam klingt sich jetzt aus und ich mache alleine weiter. Nein, überhaupt nicht, weil ich möchte auch, dass du aus diesem deine Worte schön gesprochenen auch tatsächlich praktisch für unsere Zuhörer Beispiele bringst, ja? So wie wir es beim letzten Podcast hatten, wo wir, ich glaube, Frau Meier haben wir sie genannt, die in einer schwierigen Situation saß mit ihren 2 Kindern. Ja. Und so würde ich heute gern weiterverfahren, dass wir jetzt mal das Einführungskapitel ist jetzt fertig. Und jetzt lass uns konkret werden, wie können unsere Zuhörer wirklich damit umgehen und das für sich umsetzen? Okay, bevor wir weitermachen nach fast 20 Minuten oder so. We are interrupting this broadcast for an important announcement. Und das für diejenigen, die jetzt Lust auf mehr haben, einfach mal auf meine Webseite gucken, derbeste.coach oder mrmasterkey.com. Und da gibt es von 0 Euro bis viel Euro alles an Büchern, Online-Kursen und unendlich viele Videos, auch auf meinem YouTube-Kanal. Also wer sich da angefixt fühlt, darf da gerne Gebrauch von machen, weil ich habe in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt, anderthalb sind es ja schon fast, so viel veröffentlicht, dass da eigentlich alle Fragen beantwortet werden. Aber weiter im Programm. So, jetzt kriege ich wieder Ärger, das darf ich jetzt noch sagen, weil du das wieder auf Englisch gemacht hast. Genau, meine deutschsprachigen Zuhörer, die auch die Sprache lieben, hätten es gerne auch auf Deutsch gehabt, aber ich fasse es kurz. Der Helmer hat gerade Werbung für seine Seite gemacht und es sei ihm gegönnt, weil er macht eine super Arbeit. Ich begleite seine Werke oder habe das von ihm, hat mich schon ein halbes Leben lang begleitet, so rum. Ne? So, jetzt aber weiter. Das sollte ein Kompliment werden. Jetzt war ich ein bisschen durcheinander dabei. Oh mein Gott, ich bin ja so virtuell rot geworden. Gut. Das war, so, jetzt das war übrigens Englisch mit einem übelsten deutschen Akzent. Ach, richtig. Ist auch mir aufgefallen. Ich kann auch anders. So, jetzt Fakten schaffen bitte, weil wir haben ja nur ein begrenztes Zeitfenster und außerdem mag ich das auch, wenn ich... Ja, gut. Genau. Also kurze Wiederholung noch. Wir haben angefangen, dass wir bestimmte Fähigkeiten haben müssen, sprich erstmal ein gewisses Maß an Körperkontrolle. Denn ohne Körperkontrolle passiert gar nichts in der bewussten Lebensgestaltung. Dann kommen wir zur Gedankenkontrolle. Da haben wir darüber gesprochen, dass die meisten Leute gar nicht denken, sondern einfach nur Gedanken haben. Und derer haben sie viele, aber dass sie sich nicht die Mühe und die Zeit nehmen oder die Muße haben, sich mal wirklich Gedanken zu machen, mal nachzudenken. Das heißt, diesen Prozess mal konstruktiv und bewusst und aufbauend anzuleiten. Und nach dem Gedanken kontrollieren kommt die Entspannung, also nach dem männlichen, der Kontrolle, dem Abgleichen Soll-Ist-Zustand, kommt die Entspannung. Erstmal die körperliche Entspannung, dann die gedankliche Entspannung. Denn ich muss ja erstmal den alten Müll irgendwo loslassen können und auch bewusst die Entscheidung treffen, sich damit jetzt nicht mehr zu befassen, ganz gleich, wie sehr es sich im Außen noch darstellt, um überhaupt erstmal Platz zu machen
für Neues. Und da sind wir mittendrin in der Visualisierung. Visualisierung ist ja nichts anderes als das Einsetzen, das bewusste, konstruktive Einsetzen unserer Vorstellungskraft. Das heißt, der Kraft, sich etwas vorzustellen. Und das hat die deutsche Sprache wieder voll genial. Ich stelle mir etwas vor. Ich stelle es mit meinem geistigen Auge vor mich. Ich sehe mit meinem geistigen Auge neue Bilder von dem, wie ich es gerne hätte. Und ich lasse mich, und das ist sehr wichtig, ich lasse mich dabei eben nicht von dem blenden, was gerade ist. Denn das hat sich ja bereits ausgewirkt. Genau. Das sollte also jedem, der so ein bisschen Deutsch versteht, sollte das klar sein, dass alles, was er oder sie per Sinneswahrnehmung wahrnimmt, sich ausgewirkt hat. Es hat, ist eine Wirkung, keine Ursache, keine primäre Ursache. Und jetzt, und dann darfst du mir in die Parade gehen, jetzt geht es halt darum, neue Bilder zu schaffen. Und dazu muss man sich erstmal ein paar Gedanken machen. Was will ich eigentlich? Die meisten Leute wissen super genau, was sie nicht wollen. Aber wenn du sie mal fragst, hey, was willst du eigentlich? Dann siehst du große Augen und einen runtergeklappten Kiefer. Aber sie können dir nicht sagen, hey, ich möchte so mein Leben gestaltet haben. Ich möchte dort leben. Ich möchte das und das haben. Und dieses, was ich jetzt so in zwei Sätzen sage, muss super, super, super genau sein. Und das können die meisten Leute gar nicht beschreiben, weil sie kein Bewusstsein für die Genauigkeit dessen haben, was sie sich eigentlich wünschen. Und jetzt wird's lustig und wirklich geht's ins Eingemachte. Weil sie keine Genauigkeit dessen haben, was sie sich eigentlich wünschen, sagt das Unterbewusstsein, ey, das, was du mir hier gerade gibst, ist so oberflächlich, da kann ich nichts Anständiges draus machen, also kriegst du mehr vom Alten. Tschüss. Und dann kommen ja auch noch Glaubenssätze dazu, richtig? Natürlich, die tragen wir mit uns rum. Wir sind bis zum 4., 5. Lebensjahr sind wir offen wie ein Scheunentor, nehmen das auf. Das setzt sich nachher natürlich noch fort, aber bis den ersten 4, 5 Jahre sind absolut ausschlaggebend in unserer Entwicklung, was wir da mitbekommen haben an dem Glauben unserer Eltern bezüglich Reichtum, Gesundheit. Jetzt fahre ich dir mal rein. Ich würde sogar sagen, bis 7-jährig auf jeden Fall, denn darüber durfte ich ja mal auch ein Buch schreiben oder zwei sogar, habe mich ja lange mit den Themen Charaktertypologien etc. auseinandergesetzt, der Psyche an sich, und sage dir, ja, das geht noch ein bisschen länger und wir schauen in den ersten Jahren aus den Augen der Mutter tatsächlich. Also von Geburt an bis ungefähr 3-4-jährig. Und dann schauen wir die Interaktion unserer Eltern und dann schauen wir erst auf den Vater ab 5-6-jährig tatsächlich. Und dann hat sich in der Zeit alles gebildet, was wir da so an Glaubenssätzen und an Ideen für unser Leben, alles auf der psychischen Ebene, ja, mitschleppen. Und dann dürfen wir aufräumen wieder. Richtig, und aufräumen tun dann die, die sich wirklich dann die Mühe machen, das zu tun. Die meisten Leute beklagen sich eigentlich nur über ihre Missstände, aber sind dann aus welchem Grund auch immer unfähig, da wirklich nachhaltig was dran zu ändern, obwohl das auch für sie möglich wäre. Und dann ist es ja oft so, dass es wirklich zu körperlichem Schmerz kommen muss, bevor dann die Glocke angeht und man dann eigentlich gezwungen ist, was zu ändern. Aber nochmal. Es ist blöd, wenn das Leben einen immer zwingen muss auf die drastischste Art und Weise. Und dass man nicht mit ein bisschen, was weiß ich, Weisheit, Einsicht, Erkenntnis oder so schon vorher wach wird und sagt: Hey, das geht auch anders, das geht auch besser. Jetzt mal ganz praktisch vielleicht erklärt. Also, wenn ich dann die Kontrolle über meinen Körper habe, was wir ja letztes Mal hatten als Thema, und über mein Gedankengut und da in dieses Anspannen-Entspannen-Gefühl kommen kann, wie geht es dann genau praktisch weiter? Dann filtere ich in vielen Stunden der Rückziehung wahrscheinlich, was will ich denn wirklich, wirklich vom Leben? Dass ich nicht nur das nicht kreiere, sondern im ganzen Gegenteil wirklich den Plan habe. Und wie geht's dann weiter? Also ich frage jetzt so ein bisschen naiv auch einfach, damit du es simpel für unsere Zuhörer erläutern kannst. Also grundsätzlich ist es so, dass wenn ich mich körperlich und gedanklich sowohl kontrollieren als auch entspannen kann, es mir völlig egal ist, was in der Außenwelt passiert, weil ich immer gechillt bin. Sorry, ist nicht Deutsch. Ich bin immer entspannt.
Ja, ich bin losgelöst von dem, was im Außen passiert, weil ich bei mir selbst bin. Und da spielt natürlich auch Meditation und Atmung eine wirklich übergeordnete Rolle. Aber das wäre dann wieder ein anderes Thema. Darf sich aber jeder gerne in seiner Zeit damit befassen. Mhm. Und wenn ich dann mit dieser Entspannung mache ich ja erstmal Platz. Das heißt, ich kann dann erstmal beginnen, mir Gedanken über meine Zukunft zu machen, auf eine konstruktive Art und Weise. Und mir was Schönes vorzustellen. Weil genauso wie sich das Nicht-Schöne verwirklicht hat, verwirklicht sich eben auch das Schöne. Wir benutzen dieselbe Energie, dasselbe Konzept, Prinzip, ist alles dasselbe. Nur wir richten unsere Aufmerksamkeit einfach in eine andere Richtung. Und dann werden wir sehen, während wir halt visualisieren, während wir uns geistige Bilder davon schaffen, wie das immer umfangreicher wird. Wie aus vielleicht einem Wort, ich möchte gesund sein, ein Konzept entsteht, das darin gipfelt, dass man seine sportliche Betätigung erhöht oder verändert, dass man sich gesund ernährt, dass man in die Sauna geht, dass man sich massieren lässt, dass man sich mit all den möglichen Modalitäten befasst, die rund um das Thema Gesundheit, natürlich auch geistige Gesundheit, geht. Das heißt, Ich werde jetzt mal Kleinkrämer. Ich möchte gesund sein, wäre es für mich so noch nicht, sondern für mich wäre es tatsächlich die Schöpfung, ich bin gesund. Ob dem im Außen gerade schon so ist oder nicht, ich bin gesund, ist das, was ich dann schöpfen möchte. Weil ja, ich möchte gesund sein impliziert ja, dass ich gerade nicht gesund bin und hält einen anderen Status. Ist jetzt nur mal von... Ist prinzipiell richtig, muss nur vorsichtig sein, denn bei aller jeglicher Veränderung ist es erstmal notwendig, offen und ehrlich mit sich zu sein und Inventur zu machen. Du kannst dir nicht in die Tasche lügen, dass du im Edeka-Laden noch, was weiß ich, 100 Rollen Klopapier hast, wenn das Klopapier alle ist. Kleiner Spaß. Ja, aber dann hat das Lager ja 1000 Rollen. Richtig, aber bis die nicht irgendwie vorne im Regal liegen, ist dir das ziehst du keinen Nutzen daraus. Aber will einfach nur sagen, guck mal, das ist der Ist-Zustand, aber das muss und wird nicht so bleiben. Und insbesondere am Anfang, insbesondere dann, wenn man sich mit dieser Thematik noch nicht wirklich tiefergehend befasst hat, hat man riesige Glaubensprobleme, dann sagt man sich das zwar, ich bin gesund, ist ja technisch richtig, weil man den richtigen Impuls, energetischen Impuls als Unterbewusstsein schickt, aber der Verstand, für den Verstand ist das nicht glaubwürdig, weil der Verstand eben die Auswirkungen sieht und sagt, Mensch, ich bin fett und ich bin, was weiß ich, habe schwabbeliges Gewebe und ich bin kurzatmig und ich bin unbeweglich und bla bla bla. So. Komme ich dir mit deinem eigenen Tool, englisches Wort. Werkzeug. Und zwar die Wiederholung macht's. Also ich kann hier aus Erfahrung sprechen und habe tatsächlich auch bei Visualisierung mit einem kleinen Buch gearbeitet, wo ich mir, ich gebe dir schon recht, am Anfang Sätze notiert habe, die ich mir sofort selber geglaubt habe. So etwas wie, ich bin. Punkt. Ich bin. Und dann habe ich angefangen, mir dieses Ich bin, mein Ich bin zu füllen mit Ich bin dankbar. Ich bin gesund. Ich bin Liebe und so weiter und so weiter. Und dann Wiederholung, Wiederholung. Einer meiner Lehrer hat tatsächlich mal gesagt, so dieses 1000 Wiederholungen oder noch mehr einfach tun, erstmal als Technik. Irgendwann ist das so. Geht gar nicht anders. Genau. Geht gar nicht anders. Es gibt ja auch noch die Affirmation von Emile Coué und der sagt, von Tag zu Tag geht es mir in jeglicher Hinsicht besser und besser. Mhm. Da muss ich jetzt kein Ich Bin benutzen, erstmal nicht, aber das ist total glaubhaft, weil es mir einfach von Tag zu Tag, die Zeit, in die ich hineinlebe, einfach besser geht. Und dann gibt es ja noch die sogenannten Affirmationen, im Gegensatz zu den Affirmationen. Und die Affirmation ist einfach das Gleiche in Form einer Fragestellung mit der Frage, warum? Warum bin ich eigentlich so gesund? Warum geht es mir eigentlich so gut? Warum lebe ich in der Fülle? Und dass man sozusagen über das Wort warum nach den Gründen sucht. Und wenn man seine Aufmerksamkeit darauf richtet, findet man eben auch Gründe, dankbar zu sein für all das Schöne, was in einem Leben passiert. Also besondere oder unter anderem auch jetzt das, was du, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin,
jetzt gerade hörst. Ja. So, und dann über die zunehmend komplexere, umfangreichere Visualisierung, das heißt des Vorstellens dessen, was ich verwirklicht haben möchte, also aus dem geistigen, mentalen Bereich in den 3D-wahrnehmbaren Bereich holen möchte, komme ich dann dazu, dass ich mein Gedankengut immer absoluter wird. Das heißt, immer gebündelter wird, immer ausschließlicher wird und dass ich mich dann nur noch damit befasse. Vielleicht auch, weil ich dann schon längst die entsprechenden YouTube-Kanäle oder Massenmedien oder Zeitungen abgestellt habe. Und mich einfach nur noch mit dem befasse, was mir dienlich ist. Eigentlich ist mir alles dienlich, logischerweise, aber ich möchte ja meinen Gesundheitszustand verändern, ich möchte außen eine andere Realität wahrnehmen, mehr Zeit haben für wen auch immer, ich möchte fitter sein, ich möchte mehr finanzielle Ressourcen haben, ich möchte einfach in der Fülle leben, ich möchte einfach eine bessere Lebensqualität haben. Und je mehr ich mich darauf fokussiere, wie du gerade sagtest, desto mehr konzentriere ich mich darauf und die Konzentration ist das, was letzten Endes das Unterbewusstsein zum Handeln bringt. Mhm. Weil, und das ist der Schlusssatz dazu, weil es eben nicht unser Verstand ist, der Realitäten schafft. Der Verstand nimmt Realitäten wahr. Deshalb heißt es auch Sinneswahrnehmung. Aber das Schöpfen, das Schaffen der Realitäten findet ja über Prozesse statt, die komplett dem Wachbewusstsein entzogen worden sind. Nämlich das Schaffen von Synapsen im Gehirn. Und wo diese Synapsen dann eben anders feuern als die synaptischen Verbindungen, die wir vorher hatten. Mhm. Also ist es tatsächlich auch so, ich bin jetzt mal ein bisschen frech, den inneren Schweinehund überwinden. Es ist eben so, wie man die ersten Male, wenn man ins Fitnessstudio geht, denkt, oh, jetzt auch noch Laufband zum Aufwärmen und dann an diesen Geräten und so. Oder wenn man sich dann anfängt mit dem Thema Joggen und auch mal einen Marathonlaufen zu beschäftigen und sagt so die ersten Male, boah, es zieht sich echt und der Waldlauf und bergauf. Es ist dann einfach eine Fleißsache, sich auch seinen geistigen Jogging hinzugeben, ja? Richtig, wobei gesagt werden sollte, dass das alles völlig freiwillig ist. Dazu zwingt einen keiner. Und wenn man eben ein Leben des Mangels, der Beschränkung und der Schwäche lebt, ist man negativ im wertfreien Sinne. Und dann ist jemand anders positiv und nutzt das eiskalt aus. Nicht, weil er ein schlechter Mensch ist, sondern weil es energetisch gar nicht anders geht. Mhm. Und deshalb und über die Hermetik unterhalten wir uns noch. Ich sage immer, habe ich beim letzten Mal gesagt, nirgendwo steht geschrieben, was du denken musst. Mhm. Aber wenn du das nicht selbstständig denkst, dann denken andere für dich. Und dann bist du derjenige, der ihnen ihre Realität erschafft. Und deine ist dann eine, die oft von Mangel und Beschränkung gekennzeichnet ist. Dann können wir diesen Podcast eigentlich voller Freude fast auch schließen, weil unsere Zuhörer jetzt als kleine Hausaufgabe oder Impuls mitnehmen könnten, sich zu überlegen, was sie so richtig, wirklich, wirklich von Herzen wünschen wollen und visualisieren möchten. Das macht doch Freude. Aber natürlich macht das Freude. Und das macht richtig Freude, weil man ja weiß, dass sich das Gute, Positive, Aufbauende, die Fülle, das Gesunde genauso manifestiert wie das andere. Großartig. Es ist ja nicht nur ein Gedanken entfernt, logischerweise, aber es ist einfach nur ein Befassen, ein Bewusstsein schaffen in eine andere Richtung. Super. Das hat mir gefallen, Helmer. Für heute schließen wir. Ich wie immer mit einem Lächeln und du bekommst von mir den Schlusssatz. Na, kommt da nichts? Doch. Die Umstände, die wir heute gerade erleben, durch die künstlich herbeigeführte Krise, ist ein wunderschönes Beispiel dafür, dass wir als Menschheit anderen das Denken überlassen haben, dass wir ihnen die Macht gegeben haben und dass wir uns dadurch mächtig entmachtet haben, ohnmächtig geworden sind. Und dass, wenn wir das in Zukunft anders haben wollen, dass wir uns eben durch solche Konstrukte nicht mehr in unserer Lebensqualität einschränken lassen wollen, dass wir dann neue Systeme erschaffen wollen. Und das ist im Prinzip ein Aufruf an wirklich jeden von uns, sich da mal ein paar Gedanken drüber zu machen, zu gucken, wo er oder sie tätig werden kann, damit sowas nie wieder passiert. Wunderbar.
So, jetzt haben wir gerade noch mal den Anknopf gedrückt, weil ganz wichtige Info an unsere Zuhörer. Wir würden uns über Feedback freuen. Helma sagt, wir leben ja von Feedback. Das ganze Leben ist ja irgendwo ein Feedback-Mechanismus. Und wir können hier, also Sam und ich können hier sitzen und viel erzählen. Aber es wäre natürlich schön, so ein bisschen Feedback zu bekommen von denen, die uns zuhören und sagen, hey, sind wir auf dem richtigen Weg? Gefällt euch das? Ist euch das zu viel? Ist euch das zu wenig? Oder in welchem Bereich habt ihr Schwierigkeiten und oder Fragen, die bisher noch nicht beantwortet worden sind? Denn eins kann ich garantieren, eure Fragen beantworten wir mit Leichtigkeit. Und mit Freude. In diesem Sinne, also bis zum nächsten Mal. The world becomes one. The world becomes one. The world is one. Podcast. Gespräche rund um die Welt.